Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play OMSI 2. Wir sind heute mal wieder abends unterwegs und zwar fahren wir heute auf der wunderschönen Map Oberstedt in der Version 2. Und da werden wir heute hier die Schnellbuslinie SB10 von der Haltestelle Fähre in Boltenhagen zum Kloster Hohne fahren. Und da werden wir heute unterwegs sein mit einem MAN Lion City G, also heute mal wieder einem Gelenkbus. Und mit dem stehen wir hier in der Nähe von der Ausgangshaltestelle, der Haltestelle Fähre in Boltenhagen. Die Ausgangshaltestelle befindet sich nämlich da vorne, da werden wir heute die ersten Fahrgäste aufnehmen. Hier direkt an der Fähre finde ich auch echt ganz schön gestaltet hier die Gegend hier mit dem Fährhafen. Da vorne steht auch die Fähre, wo da die paar Autos da vor der Fähre stehen und warten, dass sie da auf die Fähre auffahren können. Stehen zwar nur so als statische Objekte da, also die Fähre bewegt sich auch nicht irgendwie, aber finde ich auf jeden Fall ganz schön gestaltet. Genau, und jetzt hier beim Sonnenuntergang werden wir heute unterwegs sein. Ihr seht, da hinten geht so langsam die Sonne unter. Wird heute wahrscheinlich dann mittlerweile während der Fahrt dann so langsam dunkel werden. Wir fahren heute gegen kurz vor 19 Uhr, glaube ich, los und gegen 19:30 werden wir circa an der Endhaltestelle ankommen. Da soll es dann schon, ja, etwas dunkler sein, beziehungsweise deutlich dunkler sein, als jetzt aktuell ist, beziehungsweise allzu dunkel ist jetzt auch noch nicht, aber auch nicht mehr so hell wie halt mittags um 12. So, dann lasst uns jetzt aber auch mal loslegen mit den Vorbereitungen für die Fahrt. Wir wählen erstmal den passenden Fahrplan aus. So, bei der Linie wählen wir aus Montag bis Freitag, da wir unter der Woche fahren. Und wir gehen jetzt einfach mal die Umläufe durch und gucken mal, welcher passt. So, und genau, da haben wir schon, nee, das ist der falsche, von Kloster Hohne aus, aber der passt. Der Umlauf 10.401 hier von der Haltestelle Boltenhagen Fähre um 18.56 Uhr geht's los. In 7 Minuten wäre das, wir haben jetzt 18.49 Uhr, also kurz vor 19 Uhr. Und, ach genau, wie ich es gesagt habe, um 19:30 kommen wir dann an der Haltestelle Kloster Hohne an, wenn wir da planmäßig am Ziel ankommen. Und wir sind ja bis jetzt schon einmal hier auf der Map Oberstedt gefahren, damals noch auf der Map Oberstedt V1. Da sind wir, glaube ich, mit dem Setra S319 UL gefahren. Ich weiß nicht mehr, welche Linie genau, aber da sind wir damals am Kloster Hohne übrigens ja losgefahren. Aber es sind auch schon ein paar Monate her, dass wir da auf dieser Map da gefahren sind. Und wir fahren die SB10 über das Amazon Logistikzentrum. Ich weiß gar nicht, ob es die auch ohne diese Fahrt über das Amazon Logistikzentrum gibt, aber steht auf jeden Fall auch nochmal hier in der Linienbeschreibung hier dabei. So, wählen wir also das einmal aus. Kommt jetzt keine Meldung von irgendeinem Wagen, den wir ablösen. Gibt also gar keinen, der die sonst gefahren wäre. Sonst wäre also jetzt keiner diese Strecke anscheinend gefahren. Und da, guck mal, hier sieht richtig cool aus. Jetzt hier im Cockpit sieht man jetzt hier, wie von hinten sozusagen hier die Sonne jetzt hier so in den Bus reinscheint. Hier ist das Armaturenbrett beleuchtet und so. Ja, mit dem MAN Lion City G sind wir auch schon echt lang nicht mehr unterwegs gewesen. Auch mal ganz gut, finde ich, glaube ich mal, dass wir mal auch mal wieder hier mit dem fahren. Hier jetzt, genau, in der passenden OVV-Lackierung von dem Verkehrsbetrieb vom Oberstedter Verkehrsverbund, OVV kurz. Und hier jetzt hier in der Werbelackierung für Bauhaus sozusagen. Beziehungsweise Bauhaus-Werbelackierung dreimal in Oberstedt. So, dann lasst uns direkt mal den Bus hier starten. Wir machen die Bordelektrik an. Hier sehen wir auch schon unseren Fahrplan. Relativ wenig Haltestellen dafür, dass wir heute circa, ja, 35 Minuten bis 40 Minuten ungefähr unterwegs sind. Ja, beziehungsweise 34 Minuten, wenn wir genau planmäßig überall ankommen, sind wir unterwegs. Aber gut, wir fahren ja eine Schnellbuslinie, überspringen heute also auch ziemlich viele Haltestellen. So, starten wir meinen Motor. So, der läuft wunderbar. Licht machen wir auch direkt mal an. Und das Licht im Fahrgastraum auch direkt. Das sollte dieser Schalter sein. Oh, schade, bewegt sich hier nicht. Na gut. Ja, das ist übrigens der MAN Lion City G, der halt aus diesem Mainz, beziehungsweise nicht Mainz Add-on, sondern aus dieser, der halt auch bei der Map Mainz halt mit dabei war. Oder bei der Map Mainz mit dabei ist. So, ja, mit dem sind wir echt schon lange nicht mehr unterwegs gewesen. Wir sind zwar letztens mit dem Lion City A37 gefahren, aber mit dem hier, mit dem G, sind wir schon lange nicht mehr gefahren. Dann kommt die Meldung hier mit der Zapfsäule, aber wir haben noch 26% Tankinhalt. Das reicht aber auf jeden Fall aus. So, dann geben wir mal kurz hier alles in den Computer ein, ins IBIS sozusagen. Linie Kurs, da haben wir die 0100. Ich weiß jetzt nicht, wie man das SB hier schildert, deswegen machen wir einfach nur Linie 10 stellen, lassen wir nur da hinschreiben. Ich weiß gar nicht, ob die Anzeige überhaupt so ein SB da schildern könnte. Ob die Anzeige überhaupt dazu ausgelegt ist und die Route ist die 03. Genau, nach Kloster Hohne. Jetzt sollten hier gleich die ganzen Linien erscheinen, die Haltestellen erscheinen, genau. Seht ihr hier, können wir kurz mal abgleichen ungefähr im Fahrplan. Sieht aber ganz gut aus. Genau, am ZOB in Oberstedt kommen wir heute auch vorbei. Bis nach Kloster Hohne dann. So, dann, genau, lass uns mal den Vorwärtsgang einlegen. Ich weiß gar nicht, ob die, die Linie SB10 schon bei der Oberstedt Version 1 mit dabei war. Oder ob die jetzt erst neu dazugekommen ist. Da stürmen die Leute gleich alle ganz vor. Als wir vorgefahren sind. Genau, haben also schon passend geschildert, so wie es aussieht. Schnellbus, Kloster Hohne, Nummer 10, genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob diese Linie, die SB10, jetzt durch die... Guten Abend, hallo. Guten Abend. Eine Kinderkarte für dich, kein Problem. 90 Cent. Ist wahrscheinlich Kinderkurzstrecke, oder? Nee.
Ah, nee. Mann, krieg ich jetzt noch meinen Ein normaler Einzelfahrschein. Einzelkind. Hä, Hallo, das ist eine ganz andere. Ah, dann machen wir es jetzt über die Tastenkombination. Bitteschön. Okay. Genau, also wie gesagt, es gab ja davor die Version Oberstedt V1, auf der wir auch da die Linie, ich weiß nicht, welche gefahren sind, die auf jeden Fall auch nach Klosterhohne fährt. Vielleicht sehen wir es später irgendwo nochmal. Oder spätestens, wenn wir am Klosterhohne sind, da wird ja dann auch hier oben irgendwie sowas stehen. Welche Linie dann noch hält, dann wissen wir ja, welche wir da gefahren sind. Aber ich stelle gerade mal die Zeit ein bisschen vor. Wann war Abfahrt? 56, ne? Genau, das wollte ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob die... Genau, das weiß ich, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, ob diese Linie Oberstedt... Ob die Linie SB10, also die Schnellbuslinie 10, die wir heute fahren, ob die jetzt schon da bei Oberstedt V1 mit dabei war oder nicht. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Oder ob es jetzt eine neue Linie ist. Hallo. Guten Tag, die jetzt hier mit der Oberstedt V2 mit dazugekommen ist. Ich finde die Atmosphäre hier auch richtig, richtig cool hier an der Fähre mit dem... mit der Soundkulisse auch noch, mit den Möwen, die man hier hört und so weiter. So, jetzt sollten wir eigentlich gleich losfahren können. Beziehungsweise genau, es ist 0-0. Es wartet keiner mehr auf uns. Wir haben den Vorwärtsgang drin, lösen die Haltestellenbremse, Türen sind zu. Wir haben zwar komischerweise einen Haltewunsch, aber gut. Leute sind nur eben erst eingestiegen. Und dann fahren wir mal los. Ich weiß gar nicht mehr, ob das automatisch umstellt hier, das System und die Ansagen automatisch kommen oder ob wir umschalten müssen, aber wir sehen es ja gleich. Ja, und wie ihr seht, haben wir hier auch diese Pfeile, die wir ja auch auf der Map Krummenab da hatten. Diese Hilfspfeile. Das sind ja andere als halt standardmäßig. Ah, jetzt kommt er bitte abfahren. Genau, das haben wir ja gemacht. Das sind ja andere Pfeile als standardmäßig hier in OMSI 2 dabei sind. Die sehen auf jeden Fall auch ganz schick aus, auch ganz cool, diese Pfeile. Sehen halt ein bisschen moderner aus, bisschen moderneres Design als die Standardpfeile in OMSI 2. Wobei es mir eigentlich relativ egal ist, eigentlich, ob es jetzt diese Standardpfeile sind oder... Müssen wir draufklicken, so. Obwohl es mir eigentlich relativ egal ist, ob es jetzt die Standardpfeile sind oder diese Pfeile da. Die sehen aber auf jeden Fall echt ganz cool aus. Und der Blinker geht beim Bus gar nicht automatisch aus. Ach stimmt, genau, das war ja bei dem Bus irgendwie so. Was kommt jetzt? Ja, bitte abfahren, wir sind schon losgefahren. Hat auch schon umgeschaltet zur nächsten Haltestelle. Genau, stimmt, das war ja bei dem Bus so. Mit dem sind wir bis jetzt ja nur auf der Map Mainz gefahren. Und da hatte ich ja, glaube ich, auch dann darüber gesprochen, dass ja der Blinker nicht ausgeht oder so. Und es ist ja anscheinend irgendwie normal, auch bei den Bussen in Mainz oder so, dass der Blinker nicht automatisch wieder so eine Funktion hat, dass der irgendwie so erkennt, wenn man wieder so lenkt, dass er wieder automatisch ausgeht oder so. Also müssen wir hier immer wieder selbstständig ausmachen, aber gut, ist ja auch kein Problem. Können wir ja machen. Hey, wieso denn bitte abfahren die ganze Zeit? Was ist das denn? Ich bin doch abgefahren. Wir warten mal, bis wir an der nächsten Haltestelle sind und drücken dann nochmal auf den Bildschirm drauf. Keine Ahnung, ob wir das an jeder Haltestelle immer machen müssen. Auf jeden Fall scheint die da vorne zu sein. Lass uns mal... Immer die Infozeilen einblenden. Genau, Boltenhagen Mitte haben wir. Wir sind ja optimal in der Zeit und halten einmal an. So, kurz mal gegen den Bordstein gefahren. Wobei die Zeit sehen wir auch noch hier. Moin. Moin. Wieso jetzt Moin? Ja, weil. Keine Ahnung, wieso jetzt Haltewunsch kommt. Ich mache kurz mal Tür 2 auf und wieder zu. Weil ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob die Fahrgäste bei dem Bus. Konnten sie, genau, wir sehen ja hier, wenn wir die Haltestellenbremse setzen, blinkt ja nur Tür 3 auf. Das heißt, Tür 3 können die Fahrgäste selbstständig bedienen, Tür 2 müssen wir immer aufmachen. Das heißt, wenn wir einen Haltewunsch haben, wir machen am besten immer an jeder Haltestelle machen wir Tür 2 auf. Bevor ich es vergesse. So, bitte abfahren, wir sind abgefahren. Genau, wir machen am besten an jeder Haltestelle immer Tür 2, also Tür 1 und Tür 2 auf, auch wenn jetzt niemand aussteigen will. Ah, jetzt schaltet es automatisch um, die Ansagen kommen, perfekt. Nächste Haltestelle, Engeln. Übergang zu weiteren Buslinien der UVV. Zentraler Umsteigepunkt. Bitte benutzen Sie alle hinteren Türen zum Ausstieg. Das ist so ein Ruckelt hier. So geht das nicht. Hey, wir sind eben nicht am Auto hängen geblieben oder so? Was? Ah genau, jetzt müssen wir halt gucken. Wir können ja hier weiterfahren. Wir müssen ja nicht an jeder Haltestelle anhalten. Fahren ja die Schnellbuslinie. Wir können da ja durchfahren an vielen Haltestellen, wie jetzt eben hier. An der Haltestelle mussten wir jetzt ja auch nicht anhalten. Ui, da vorne ein Krankenwagen im Einsatz. Oder Polizei oder beides? Ne, das ist ein Taxi, von dem Texturen gerade nicht geladen haben. So, es geht rechts lang raus. Taxi bleibt im Kreisverkehr hängen, oder was? Oh ne, sag jetzt nicht, dass es jetzt hier so ein Dauerschleife ist. Das Taxi fährt die ganze Zeit... der Rettungswagen fährt die ganze Zeit im Kreisverkehr und wir kommen jetzt hier nicht durch. Sieht so aus, ne? Machen wir kurz mal Kollisionen aus. Der hier vorne scheint ja nicht zu fahren, da müssen wir jetzt also durch. Oh ja, auch recht enge Stelle hier.
Wir haben ja gerade zum Glück die Kollisionen aus. Alter, hier würde man das mit dem Gelenkbus gar nicht schaffen, ohne aufsetzen. Haben wir die Kollision wieder an. So, kurz mal Pause. Kollisionen. Kollision mit anderen Fahrzeugen in der Landschaft, genau. So, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Genau, so eine Schnellbuslinie, dass wir einfach durchfahren können. Genau, bei dem Bus war es dann anscheinend so, also ich bin ja auch jetzt schon ewig nicht mehr mit dem gefahren. Das letzte Mal, wo ich mit dem gefahren bin, war halt, dass wir da, als wir da auf der Map Mainz gefahren sind, dürfen wir ein bisschen schneller fahren. Wir sind ja wahrscheinlich außerorts gerade, oder? Denkt man schon. Und da war es ja auch so, nee, genau, es ist ein bisschen länger her, seitdem ich das letzte Mal mit dem Bus gefahren bin, damals auf der Map Mainz. Und ja, aber so wie es jetzt eben aussah, auch von diesem Infodisplay und so, sah es danach aus, dass sobald man die Haltestellen frei gibt, allererst Haltestelle anfahren, dann werden wir hier auch wahrscheinlich anhalten müssen. Dass wenn man die Haltestellenbremse setzt, dass dann halt nur Tür 3 so freigegeben ist, dass die Fahrgäste die selbstständig auf- und zu machen können. Beziehungsweise halt selbstständig öffnen können, die Tür geht automatisch wieder zu. Ich habe gerade gewartet, weil ich wollte mal auf Nummer sicher gehen, ob der jetzt wirklich rausfährt, bevor der im Kreisverkehr bleibt und wir dann einen Unfall bauen. So, SB10, muss hier anhalten, genau. Und Tür 2 machen wir aber jetzt immer auf jeden Fall an jeder Haltestelle auf. Damit wir nicht vergessen, das irgendwann mal aufzumachen, wenn jemand aussteigen will. So, die Dame kommt, die vorgelaufen. Nein, ach nee. Die wollen einsteigen bleiben, aber da hinten stehen oder was? Geile Sache, ey. Einmal zurücksetzen, machen wir aus der Außenansicht jetzt. Jetzt kommen sie vorgelaufen, passt. So, steigen sie ein. Guten Abend, kommen sie rein in die gute Stube. Mahlzeit, guten Abend, kommen Sie rein. Super noch in der Zeit, aber gut, was soll noch anders? Wie soll es auch anders sein? Wir sind noch am Anfang der Fahrt. Genau, beim Fahrgastlicht, genau, Fahrgastraumlicht ist an. Passt, Haltestellenbremse lösen und Blinker links und weiter geht's, aber nicht im Rückwärtsgang, sondern ND. Im Vorwärtsgang. Genau. Und es geht aber jetzt halt, müssen wir raus. Ne, nur die 529 muss hier raus. Aber es kann ja sein, dass das hier das vielleicht... Das rumpelt und ruckelt hier, so geht das nicht. Ja, ja, ist halt die Fahrbahn gerade hier nicht ganz so eben gerade der Asphalt. Das kann schon sein, weil hier jetzt auch diese ganzen anderen Linien, 539, 529, kann sein, dass die auch alle neu sind jetzt hier in Oberstedt V2, aber ich weiß es halt nicht ganz genau, dass halt diesen ganzen Bereich hier der Map in Oberstedt V1 einfach noch nicht gab und dass jetzt hier alles halt komplett neu ist und so. Nächste Haltestelle am See. So, am See ist die nächste Haltestelle. Mal gucken, wie weit wir fahren bis zu der Haltestelle. 19:04 sollen wir da sein. Das ist erst in 3 Minuten. Wir sind top in der Zeit, also scheint ein bisschen längeres Fahrtstück zu sein. So, wir verlassen jetzt die Ortschaft, wo wir eben waren. Keine Ahnung, ich habe es wegen der Sonne gerade auch gar nicht sehen können, wie das heißt, wo wir hier sind. Alter, echt ja, tief. Gerade ganz schön... Hey, gerade ganz schön tief stehende Sonne gehabt. So, das kann natürlich auch in echt immer ganz schön gefährlich werden. Dass man da mal irgendwie was übersieht oder so. So, alle Linien links lang. Genau, wir müssen jetzt hier zum Beispiel nicht anhalten. Helios Klinik gehört ja nicht zu unserer Haltestelle. Also blinke ich dann so im Kreisverkehr. Bisschen zu weit innen jetzt reingefahren. Ich hätte weiter ausholen müssen. Wobei das Gelenk kommt ganz gut mit, oder? Ohne Aufsetzen. Ja, wobei wird nichts. Ja, ich hätte weiter ausholen müssen. Habe ich zu spät realisiert mit dem Kreisverkehr. Aber da war auch leider irgendwie nicht so ein... Ich habe zumindest kein Schild gesehen, das irgendwie mal angedeutet hätte, dass da ein Kreisverkehr ist oder so. Alter, voll krass gerade mit der Sonne da. Nee. Sowas kann ja echt, schon echt ganz schön gefährlich werden, wenn dann irgendwie, dadurch können echt schon mal so Auffahrunfälle und sowas passieren, wenn man so von der Sonne so geblendet wird und dann so schlechte Sicht hat. Deswegen lieber da mal eine Sonnenrolle runter machen oder Sonnenbrille aufziehen oder sowas. Achtung, Blitze, aber hier dürfen wir 80 fahren. Also mal schön Gas geben. Der Bus lässt sich aber auf jeden Fall echt schön fahren. Und wieder nur 50 wegen der Baustelle, wobei die ist aber nur hier kurz im Bereich. Danach können wir wieder schneller fahren. 50 km/h sollten jetzt ja nur für die Baustelle gelten. Es hängt. Bitte nicht abspitzen. Nee, hat nur nachgeladen. Die nächste Kachel.